Im P-Seminar Physikwerkstatt Erfinden, Reparieren, Wiederverwenden des Gymnasiums unter Griesbach dreht sich vieles um das Thema Recycling. Um vielleicht auch andere Recycle-Erfinder zu inspirieren, folgt nun ein DIY-Tutorial für einen Recycle-Kicker. Viel Spaß! Für unseren Recycle-Kicker aus dem 3D-Druck haben wir folgende Materialien verwendet. 4 Fichtenbretter, eine Duschfliese, 7 Metallstäbe, 18 Getränkeflaschendeckel, Lineal, Bleistift, Bohrer, Säge und einen 3D-Drucker mit recyceltem Filament. Und los geht's! Hier könnt ihr sehen, wie wir einen Großteil unseres Kickers angefertigt haben. Zunächst müsst ihr die Fichtenbretter für eine glattere Oberfläche hobeln und dann auf die gewünschte Länge zuschneiden. Wir haben uns für je 2 Bretter mit 70 bzw. 40 cm entschieden. Hier bei der Duschfliese muss darauf geachtet werden, dass sie die Maße von ca. 70,5 und 40,5 cm hat, dass sie auch in die Nut, die hier in die Bretter gesägt wird, hineinpasst. Um die Bretter später besser zusammenstecken zu können, werden sie an den Seiten im Winkel von 45 Grad abgesägt. Jetzt werden die Tore, welche zuvor auf die 2 kürzeren Bretter skizziert wurden, mit einer Höhe von 5,5 und einer Breite von 10 cm ausgesägt. Dasselbe auch hier bei den Löchern für die Stangen, an denen die Figuren später angebracht werden. Jetzt werden die Bretter und die Fliese noch geschliffen, was ebenfalls für eine glattere Oberfläche sorgt. Der vorletzte Schritt besteht darin, dass in alle Fugen sowie auf alle Kanten Holzleim gegeben wird und alle Teile zusammengesteckt werden. Hier seht ihr auch schon den fertigen Kickerkasten. Zum Schluss müssen dann die Stangen noch mit einem Stangenschneider auf die richtige Länge geschnitten werden und fertig. Hier seht ihr noch, wie wir aus den Flaschendeckeln und der Metallstange, welche wir auseinandergeschnitten haben, den Punktezähler gemacht haben. Mit einem 3D-Design-Programm könnt ihr nun die Figuren designen. Achtet zum Schluss darauf, dass die Datei die Endung .stl hat. Müssen die Figuren noch gedruckt werden. Wir haben den Ultimaker 2 Plus verwendet. Hier seht ihr, wie dieser aufgebaut ist. Am wichtigsten sind das Druckbrett 1, der Druckkopf 2 sowie der Filamentführungsschlauch 3 und der Spurenhalter, auf welchen das Filament angebracht wird. Hier seht ihr den Druckvorgang, also das Slicing. Das heißt, das 3D-Objekt wird in viele kleine Schichten geteilt und dann Schicht für Schicht aufgetragen. Dafür hat der Drucker bewegliche Achsen. So wird dem Objekt Tiefe verliehen.